Definitiv nicht schlecht. Ich hoffe wenigstens, es gibt so eine Erweiterung oder irgendwas, vielleicht auch jetzt einmal langsam fürs Rucksackerl oder so. Weil, könnte das schon langsam echt gut gebrauchen, die Erweiterung. Oh, denk mal gerade. Ich muss da mal irgendwas machen. Hab's mir gerade doch gehabt. Irgendwas stimmt da nicht. Hätten, glaube ich, kann ich mir auch relativ gut vorstellen. Und du hast sie gefunden. Du hast mir gefehlt. Minang, die Sarentu sind zurückgekehrt. Lass uns auf dem Wind reiten und am Feuer feiern. Wir haben eure Geschichten vermisst. Schwester, du musst ihr Zeit zum Anpassen geben. Sie soll unsere Luft atmen, unsere Erde spüren. Die Sakru treffen. Wer sind die Sakru? Unsere Schützlinge und Beschützer. Heimat und Herz. Aha. Das Heim unseres Volkes wandert. Es ist niemals am selben Ort. Aber wir kennzeichnen den Pfad. Mit Drachen. So findet ihr immer nach Hause. Du denkst schon wie wir Sezwa. Jetzt lernst du reiten. Wie wir. Ah, ja. Unbedingt. Finde ein Schreckenspferd. Egal welches. Wir binden uns nur kurze Zeit. Okay, soll ich mal schon langsam, oder was? Ja, schon langsam, hätte ich mal gesagt gehabt. Definitiv mal schon langsam. Ja, na fix. Bleib ruhig, Kamera. Bleib ruhig. Wir machen das schon, Wir werden eins miteinander. Kommst du. Bleib ruhig. Ruhig, habe ich gesagt. Bleib ruhig. Bleib einfach ruhig, mein Freund. So. Reittier haben wir mal wieder am Start. Ich würde sagen, ja. Kann man machen. Kann man definitiv machen. Wie ist es mit Schießen? Ja, ich hoffe, dass man schon schießen kann. Ja. Das hoffe ich schon. Vielleicht einmal die ein oder anderen Scannerer aktivieren. Weil wir jetzt, ich glaube, hier in dem Gebiet, ich glaube, da wird es vieles Neues geben. Gerade zum Sammeln etc. Ich glaube, da wird es sehr, sehr viel Neues geben. Aber ja, das hat was. Das hat definitiv was. Ich glaube, das ist eh auch die Spur, was sie meinen. Ich rechne jetzt immer stark damit. Aber ja, taugt mir. Reiten fühlt sich auch gut an. Ja, fühlt sich jetzt gut an. Fühlt sich jetzt nicht perfekt an, will ich jetzt in der Hinsicht nicht sagen. Also es geht definitiv besser. Es ist kein Watch Dogs. Also kein Totalausfall. Aber es fühlt sich definitiv gut an. Ja, es fühlt sich definitiv gut an. Kann man sich definitiv nicht beschweren gehen. Aber wir sind definitiv einmal in einer neuen Region angekommen. Und damit wir sagen können, ja passt, da gibt's definitiv was Neues. Ich glaube, er hat sich verpisst. Ich bin mir nicht so ganz so sicher. Kommt der wieder daher oder kommt der auch wieder daher? Will der jetzt auf Angriff gehen oder nicht? Ja, und wieder auf Angriff gehen. Ich hab schon kapiert. Kommst du da überhaupt auf, du Viehtrottler? Also ich frag nur für einen Freund. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass er nicht draufkommt, der Trottel. Aber irgendwie so das Gefühl, dass er nicht aufkommt. Also Schaden mache ich echt viel. Also da muss ich echt das Spiel loben. Also wirklich top. echt top. Echt viel Schaden. Geil wäre es aber eher, wenn ich sogar pflücken könnte vom Pferd. Das wäre
Das wäre das Geilste. Das wäre richtig, richtig geil. Wenn wir einfach sagen könnten, hörst du, okay, passt, mach, pop, nimm mir einfach mit und tschüss, Papa. Das wäre richtig geil. Das würde ich halt sehr, sehr fühlen. Meiner Meinung nach. Das würde ich halt extrem stark fühlen. Ah! Bin mir eh schon hartzeug. Na dann, ich hab mir gedacht, die sollte halt irgendwelche Spuren verfolgen. Oder mal von denen die Spur. Das kann auch sein. Jedes Mal, wenn ich so einen fliegenden Haverer finde, das kann auch gut möglich sein. Bin aber gespannt, ob es aber auch dadurch wieder ein paar extra Skills gibt. Das würde mich wieder interessieren. Vielleicht gibt es da so ein paar extra Skills. Okay, soll ich da jetzt irgendwas machen, oder? Nein. Da sind schon wieder die nächsten Haverer. Ich muss einfach, ja genau, ich muss einfach nur die Dinger da folgen. Nicht der Spur, sondern einfach die, die was da herumfliegen. Die Dinger da. Also ohne Pferd oder ohne Fliegen bist du aufgeschmissen. Bist du richtig aufgeschmissen, aber schaut geil aus. Schaut sehr, sehr geil aus, aber... Es gibt dann noch immer so dieses Aber. Dieses ganz, ganz große Aber. Oh, ich sehe schon, da werden wir was zum Sammeln haben. Da. Oh. Jetzt viel zum Sammeln geben. Ich sag's jetzt schon. Die Karten, Alter, die wird wieder aufploppen. 100.000 Scheiße. 100.000 Blödsinn, Alter. Ja, ich halte mich mal da sicherheitshalber mal da oben. Aber leiwand. Also, aber wirklich ohne Spaß. Ohne Reite, ohne nix bist du aufgeschmissen. Wenn du nicht fliegen kannst oder reiten kannst, bist du Depp. Oder ich will gar nicht wissen, oder wie lang du brauchst von A nach B. Puh, gefährlich, gefährlich. Aber kann ich auf geschmeidig einfach so schießen und das Ganze? Ja, das ist viel, viel besser als wie beim Fliegen. Viel, viel besser. Weil beim Fliegen oder war das einfach nur Moch, das war einfach nur Schmutz, sein Vater. Das war richtig kacke. Ich glaube, das haben sie jetzt auch mittlerweile schon ein bisschen gepatcht mittlerweile. Also ich hoffe es jedenfalls zumindest, dass sie es patcht haben. Hey, Spucke. Aber mal das nebenbei am Rande, Alter, bist du deppert. Aber oh. Wahnsinn. Richtig schön. Ja, tu da gleich mal den Haverer da markieren oder irgendwas, ha? Das wäre super. Einfach nur vorbeilaufen lassen, aber nicht markieren, das geht mir gar nicht. Wir müssen ja wissen, ob die den Haverer da schon mal gesehen haben oder nicht. Volltrottel. Einfach ein Volltrottel. Es gibt so viel zum Scannen, alles drum und dran und du scheißt drauf. Das ist ein Wahnsinn. Ja, schaut schon mal wieder lecker aus. Aber dennoch, Alter, von A nach B, oder ich will gar nicht wissen, wie weit wir jetzt aufgekommen sind. Auf der Karte hin. Ich will es gar nicht wissen. Vielleicht ist es gerade mal nur die Hälfte, vielleicht ist es nur gerade mal ein Stickerl. Aber wir sind sicher auf alle Fälle schneller. Mit dem Fliegen. Fix auf alle Fälle. Also mit Fliegen zwar schön und gut und mit dem Reiten, aber Fliegen. 100-mal besser. 100-mal schneller. Aber es ist halt trotzdem halt was Schönes, ist eh klar. Man fühlt sich auch geil an. Fliegen ist ja auch schön. Reiten ist schön. In der Hinsicht, ja. Kann man schon mal nichts dagegen sagen. Definitiv nicht. Aber ich überlege nur irgendwie so, ja, fliegen wir dann doch irgendwie leibender. auf eine gewisse Art und Weise, Digga. Damit wir schnell von A nach B kommen. Aber die Formen ändern sich anscheinend relativ sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Wie die Unterwäsche. Ja,
Ja, also die ganzen Orte und alles drum und dran, die machen wir dann später. Die tun wir dann alle später abklappern. Ist besser. Ist viel, viel besser. Einfach später abklappern, weil ich sehe schon wieder, da gibt's was, da gibt's was, da gibt's was. Oh, da ist es. Ja, zwar ein bisschen Schattenprobleme, aber oh. Ja. Muss ich sogar fast sagen, taugt mir mehr als wie der Scheißbaum. Taugt mir viel, viel mehr als wie dieser depperte Baum. Hat irgendwie mehr. Servus, grüß euch, servus. Ich bin die Neiche. Weißt du, was ich gut finde? Dass dich gleich automatisch irgendeiner was gegen uns hat. Also gefällt mir jetzt schon. Gefällt mir jetzt schon sehr, sehr gut hier. Ich werde nicht gleich eine auf die Fresse kriegen. Keiner hat was gegen mich. Finde ich gut. Finde ich definitiv gut. Hi. Verletzen Sie sich nie? Wir sind hitzköpfig. Wir müssen trainieren, hallo, für schlechte Zeiten. Krieg steht bevor. Und wenn sie rasten? Der Boden weiß, wenn wir tanzen. Die Luft weiß, wenn wir lachen und singen. Ich will auch auf. Dann musst du mehr Sakrumilch trinken. Wir verarbeiten sie mit Disteln zu frischem Käse. Der reift dann mit würzigen Blättern. Und aus der Molke brauen wir Sanke. Das Feuer für unsere Feste. Legenden nach sind Sakru-Felsen, die erweckt wurden. Seit das erste Sakru uns Schutz gewährt hat, kennen wir Musik und Freude. Zeit für eine Überraschung. Doch wir brauchen frische Sakru-Milch. Akurai hat welche. Ich gönn mir mal ein bisschen Milch. Geh gleich in die Milch schwimmen, Alter. Wieder oben bei Leaks. Eine Ehre. Über den Fluss wartet Arbeit auf mich. Gehört zur Überraschung. Sieh dich um und begrüße die Sesua. Unsere furchtlosen Reiter sind weithin bekannt. Und im Hort wartet schon jemand ganz ungeduldig auf dich. Oh, na, dann bin ich gespannt. Nicht, dass ich wieder Janne kriege, gell? Muss ich nicht schon wieder haben, okay? Muss nicht unbedingt sein. Was habe ich denn da wieder Schönes? Verwenden. Ach so, ja, ja. Haben wir schon mal machen. Okay, das müssen wir mal definitiv nicht machen, weil dann gehen wir mal zu dem zwei Bereichen. Weil ich würde natürlich auch gern, wenn es schon was Optionales gibt, dann natürlich das machen. Der will auf so einen reiten. Der wird viel leibender. Der wird viel geiler, Alter. Ja, ihr Name ist Koakte. Interessante Friesen, was die da alle sie haben. Das wie ihre Eltern. Ihr habt das ist ja noch. Ich hab noch gerade mal erst die haben gesehen gehabt, oder? Ich denke immer schon, oder bist du ein kleiner großer. Irgendwann machen sie auf, ziehen los und suchen Neuland. Und wir folgen ihnen. Ihr seid Reisende, wie meine Leute. Es waren. Ich kenne nur Geschichten über sie. Meine Mutter zeigte einem, wie man die Mähne eines Sakru kämmt. Er stolperte und fiel in ein Milchfass. Aber immer wenn sie uns besuchten, gab es eine Feier. Wir tanzten, kämpften und tranken Sanke. Hm, kämpfen ist gut. Dein Clan war wie kommt. Wie irgendjemanden einen in die Fresse hauen. Bist du hier? Wir werden wieder feiern. Bist du der Pop? Also mit dem Großen will ich mich definitiv nicht anlegen. Haberer! Jetzt ziehe ich das erst. Wow. Okay, das ist beeindruckend. Das ist geil. Das ist richtig, richtig geil. Da haben sie sich wenigstens was dabei gedacht. Also das ist... Das Kind der Sarento. Der Klatsch eilt dir voraus. Hoffentlich guter Klatsch. Nur, dass deine Kriegskünste immer besser werden. Nichts Anstößiges. Ich kenne Kin. Er braucht etwas Milch.
Oh, Keen. Seine Scherze waren legendär. Aber seit Susul weg ist, ist er ganz anders. Ihr, frische Milch. Eine gütige Gabe der Sakro. Die Grundlage unserer Stärke. Wer ist Susul? Keens bester Freund. Hast du es nicht gehört? Er ist jetzt der Bödenträger. Oh. Hat den Clan verlassen. Für immer. Interessanter Klatsch und Tratsch. Erzähle mehr. Das war schwierig, Freunde und Verwandte zurückzulassen. Eine traurige Ehre. Er nahm unsere Bürden auf sich, damit wir reisen können. Dank Susul wandern wir mit den Sakro. Oh, Kochtopfprofi. Ah, okay, wenn wir das und das und das Rezept freigeschalten haben. Okay, ja, machen wir eine Story. Kannst du es aber ruhig mehr hier geben. Schnellere Platin und schon schneller hier auf mit dem Spiel. Ja, außer wenn DLC kommt, dann spiele ich mal kurz DLC, aber sonst drauf geschissen. Nee, mal schauen. Vielleicht sage ich dann wirklich am Ende des Tages, mir gefällt das Spiel vielleicht sogar. Vielleicht wirklich. Sage ich wirklich am Ende des Tages, vielleicht gefällt es mir. Weil ich finde es hier definitiv schon mal sehr, sehr geil. Aber sie gehört niemandem. Ich weiß, wird so trotzdem leider mal irgendein Name, aber... So frei wie wir. Und jedes ist einzigartig, genau wie du und ich. Sicher mag die Sakro. Bei ihnen findet sie Ruhe. Reitest du? Ich trainiere noch. Wer unseren Bräuchen folgen will, muss das Reiten meistern. Schreckenspferde bedeuten meinem Clan alles. Sie tragen die Zelte. Wir jagen mit ihnen. Wir kämpfen gemeinsam. Unsere Kriegsrufe schallen übers Land und versetzen unsere Feinde in Angst und Schrecken. Hab keine Angst, Sarentu. Das sind nur Geschichten aus einer längst vergangenen Zeit. Es könnte wieder so sein. Und wenn, werden wir bereit sein. Wir beide. Die Schreckenspferde vertrauen dir. Muss? Da, warum muss man vertrauen? Vertrau mir, gefälligst, vertrau mir. Geh auf, Zwinger, du scheiß kleiner Bastard, du vertraust mir jetzt. Aber so fuhr, sonst kriegst du gerne. Gibt's kein Pferdeleberkäse? Oh, also pass auf, reiß die zusammen, Alter, aber reiß die zusammen. Hui. Also das Gebiet ist geil. Ja. Da kann man sagen, was man will, aber das haben sie echt geil gemacht, das Gebiet. Und dementsprechend bin ich umso mehr gespannter, wenn du vielleicht sogar noch weiter raufkommst. Ich muss jetzt nachschauen. Ja, okay, ja, die linke Seite. Ja, da bin ich dann definitiv noch gespannt, weil da kann es auch noch sehr, sehr interessant werden. Aber sonst, ja, da ist halt ein bisschen mehr Land. Jo. Aber gut gemacht. Gut gemacht. Kann man sich definitiv nicht beschweren. Sei gegrüßt. Mich würde es halt nur interessieren, habe ich jetzt trotzdem, glaube ich, nur das Bündnis mit dem Reittier, gell? Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, so, bam, super, Leihwand, ich kann ihn jetzt jedes Mal rufen, wenn ich will, oder? Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich glaube nicht. Gönn dir, Digi. Oh. Mal wieder voll, super. Ah, wieso kann ich nicht einfach einen größeren Beutel kriegen. Wieso nicht? Wieso geht das nicht, Leute? Ah, die Milch. Für deine Überraschung. Gieß ein. Ich weiß nicht. Aber der Haver erinnert mich immer mehr und mehr an den Typen von The Boys. An den Homelander. Digger. Ich glaube, der braucht ein bisschen Mama-Milch. Havara, langsam wird's aber echt komisch. echt komisch, Digga, sag mal nicht ab.
Aber er hat's da so mit seiner Milch, Alter. Der hat's da so mit seiner Milch. Das ist ja Wahnsinn, Alter. Das ist ja echt der Wahnsinn. Er mit seiner depperten Milch da die ganze Zeit. Braucht ihm unbedingt Milch, 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 Milch. Alter. Der braucht's, Alter, mit der Milch. Der braucht's. Ah, und ich brauch meinen Kaffee, Alter. Ich hab keinen mehr. Scheiße. Brauch einen Kaffee, Kaffee. Wie heißt er? Passu. Das heißt Beere. So wie diese hier. Beere. Er liebt sie. Basuk. Sieht nicht besonders lecker aus. No. Sie sind nicht zum Essen da. Durch sie fühlt er sich schön. Hier. Er ist wach, nur für dich. Ja, Hauptsache die Milch. Hauptsache die scheiß verfickte Milch. Vergessen Freunde nie. Bist du jetzt das Haustier der Himmelsmenschen? Kann ich aufklettern? Ah, hörst du das? Die Schwestern sind zurück. Aber schon geil aus. Käse und Sanke. Trinken und was? Die Rückkehr der Sarentu. Jemand muss die Drachen steigen lassen. Eine Ehre, die deinen Leuten Freude machte. So werden es alle erfahren. Sei bereit, wenn dies... Passt, ein Skill, das ist das. Ja, da wird sowieso dann sicher mal in der... Also Stadt. Im Dorf. Da wird es einige Missionen geben, definitiv, definitiv. Und ich werde mich jetzt aber trotzdem mal den ganzen anderen Sachen widmen. Muss. Würde mal sagen, fliegen wäre halt am besten, wenn wir das am schnellsten fertig machen kriegen. Naja, wenn wir das fertig machen, wäre schon definitiv am besten. Ja, doppelte Lieblingsfressen, doppelt. Ja, wäre definitiv nicht schlecht. Character? Ja, jetzt nicht das schlechte Zentrum, nicht sie mir. Ja. Ja. Weißt du, ja. Na, Wildtierschaden. Definitiv Wildtierschaden. Viel besser. Muss ich mal ganz kurz mal wieder drüber schauen. Könnte ja natürlich mal wieder was Besseres geben. Ist eh klar. Ja, würde ich schon sagen. Oh ja, würde ich schon definitiv sagen. So, was haben wir da? Da haben wir noch gar keinen Mod. Gibt es nicht einmal an. Sicher, dass da kein Mod gibt? Ne, nix. Schusswaffenschaden. Ja, sicher, Alter. Schusswaffenschaden ist Bombe, Alter. Muss ich nehmen. Das muss ich nehmen. Ja, dann würde ich sagen, let's go. Wir bauen eher Totem und das Ganze. Wir bauen sie. Ich bin zu weit weg. Oh. Alles wieder zu Fuß? Nee. Alles wieder zu Fuß, oder was? Ich weiß ja nicht. Oh, ja, da kommt, der kommt auch von Miet mit uns. Du Schule, gibst mir du da dein Pferd, das wäre super.